Hey Leute, ich bin's wieder, Rotax, und willkommen zu einem kleinen Mod-Review. Ich zeige euch heute den Mod Optifine. Den Link zum Download, der ist übrigens in der Videobeschreibung unten. Und wir befinden uns hier in meiner Let's Show-Welt, in der privaten. Hier baue ich immer so Zeug, und ja, wie ihr seht, es läuft eigentlich sehr, sehr flüssig bei mir auf dem Computer hier. Der ist zwar nicht der beste, aber schon ziemlich gut. Und ja, wie es der Titel wahrscheinlich schon verrät, ich zeige euch hier jetzt so eine Art ausbalancierte Einstellung zwischen Qualität und Leistung, eben mit diesem Optifine Mod. Und ich fliege ein bisschen rum und es ist, wie gesagt, sehr, sehr flüssig hier eigentlich, dieses Gameplay. Obwohl hier eigentlich die Stadt kommt und ja, früher auf meinem Laptop hat sie immer sehr stark geruckelt, als ich noch am Laptop gespielt habe. Aber wie ihr seht, jetzt laufe ich stabil auf 60 FPS. Also mit den Einstellungen, die ich hier verwende, die ich euch gleich zeigen werde, könnt ihr eigentlich aus Minecraft, wenn ihr YouTuber seid oder keine Ahnung, auch privat, sehr viel rausholen. Und ja, dazu gehe ich jetzt mal in die Grafikeinstellungen. Den Grafikmodus, den habe ich ganz einfach auf schön gelassen. Den gibt es auch noch schnell und schön. Also da bevorzuge ich einfach schön, das ist von der Qualität her viel besser. Die weiche Beleuchtung, die würde ich immer auf Maximum machen. Genauso wie das Smooth Lighting Level. Die GUI-Größe braucht euch nicht weiter zu interessieren. Die Helligkeit hat nicht wirklich was mit der Leistung zu tun, also oder wie ressourcenziehend Minecraft läuft. Also die kann ich jetzt auf düster machen oder auf hell lassen, das verändert nur, wie viel ihr seht. Ich habe die immer auf hell, ganz einfach, weil YouTube die Videos sowieso ein bisschen dünkler macht, sobald man die hochlädt. Also lasse ich hier gleich auf hell. Dann der Fog, also ich kann ihn jetzt mal kurz auf fancy stellen. Und wie ihr seht, im Hintergrund ist jetzt dieser Nebel. Und nur mal ganz kurz auf den Turm da hinten achten. Ich fliege jetzt zurück und zack, der Turm verschwindet langsam. Wenn ich jetzt diesen Fog ausmache, also auf Off-Stell, sehe ich den Turm immer noch und ich sehe den auch noch, also war das ein schlechtes Beispiel, aber ich sehe den noch viel, viel besser und viel, viel weiter. Also dieser Fog zieht sowieso Grafikleistung, ein bisschen was. Ich würde euch empfehlen, den immer auszumachen, denn der hat nicht wirklich einen Sinn. Das ist nur dieser Fog of War, wie er in den meisten Spielen heißt, das ist, damit man nicht zu weit sieht, aber wenn man die Render Distance ein bisschen höher dreht, so wie ich, dann ist das so, hat man sowieso eine schöne Weitsicht und man braucht diesen Fog nicht zusätzlich noch. Also ich empfehle jedem, diesen Fog auszumachen. Ist auf jeden Fall ressourcensparender. Und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Und das ist die Sichtweite. Ich kann jetzt mal spaßhalber, achtet mal drauf im Hintergrund, wie weit die Welt generiert ist. Ich stelle jetzt mal spaßhalber auf 32. Mit diesem Optifine Mod geht das nämlich. Und jetzt achtet mal drauf, wie weit er die Welt aufbaut. Ich habe jetzt gerade auf 20 gehabt. Er müsste mir jetzt theoretisch 12 Chunks mehr generieren. Aber ihr werdet gleich sehen, dass es eben nicht tut. Ich sehe in etwa so weit, wie wenn ich die auf 20 habe. Und das liegt einfach daran, dass Minecraft einfach nicht weiter rendert. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist. Aber ihr seht gerade im Hintergrund, jetzt hat er aufgehört, Chunks aufzubauen. Oder jetzt ist er am Aufhören. Ich mache außerdem jetzt mal die GUI aus, einfach, dass es besser aussieht, das Bild hier. Und ja, er rendert es zwar ein bisschen weiter, aber wie gesagt, das macht, finde ich, nicht so viel Unterschied, weil meistens befindet man sich nicht in der Luft in Minecraft, sondern eher am Boden. Und deswegen würde ich euch auch hier empfehlen, nehmt einfach, weil es ressourcensparender ist, maximal 20. Und maximale Bildrate reichen 60 FPS allemal aus, denn auf YouTube kann man sowieso maximal 60 FPS Videos hochladen, also erklärt sich das eh von selber. Diese VBOs verwenden, die machen wir auf aus, das finde ich nicht notwendig, genauso wie diese, also rotierende Texturen, die lassen wir auch ganz normal auf an. Bei den Details würde ich euch raten, die Clouds off zu machen. Ich kann die jetzt mal auf fancy stellen und ich finde, so fancy sehen die Wolken da jetzt nicht aus. Also mir persönlich gefallen die gar nicht. Und bei mir im Let's Play ist es auch so, ich habe keine Wolken, die gefallen mir einfach überhaupt nicht hier in dem Spiel. Vor allem mit dem Texturenpack nicht. Sonst ist das Texturenpack super, aber so einfach gar nicht. Sky, Moon und Sun, das kann man einfach alles so lassen, genauso wie Sterne. Die kann man auch lassen. Die Optifine Capes interessieren uns im Singleplayer eigentlich auch nicht. Die Dropped Items, die würde ich auf Default lassen, genauso wie diese Translucent Blocks. Könnt ihr in der Beschreibung hier kurz lesen, also Default ist eigentlich das Beste, wenn ihr so eine Mischung aus Qualität und Leistung haben wollt. Den Rain und den Snow würde ich auf Fast machen, denn Minecraft hat die böse Angewohnheit, dass es einfach immer, sobald es zu regnen beginnt, anfängt zu ruckeln. Und bei den Partikeln müsst ihr euch überlegen. Ich habe jetzt mal Partikel alle gemacht, man kann die auch verringert machen, minimal oder komplett. Also halt minimal ist komplett aus eigentlich. Ich tue mal auf alle, da die einfach, finde ich, nicht so mega an Leistung ziehen, aber ja, der Qualität halber lasse ich die halt an.
Genauso hier das Clear Water, das habe ich auch auf Off gemacht, denn unter Wasser sieht man nun mal nicht so gut wie Oberwasser. Das Better Grass lasse ich auf Fancy. Ja, die Custom Fronts und Swam Colors lasse auch ich auf An. Connected Textures lasse ich auf Fancy. Das ist eben damit zum Beispiel bei Glas dieser Übergang nicht mehr sichtbar ist, sobald ihr eine größere Glasscheibe baut. Und hier lasse ich einfach alles auf On, außer dieses Analysing, also das ist, ja, könnt ihr euch eh durchlesen. Ist auf Off einfach faster, braucht man es nicht unbedingt. Und das letzte ist hier bei der Performance diese Chunk Updates. Ich habe das jetzt auf 4 gemacht. Das reicht eigentlich, wenn es auf 1 ist. Das würde ich nur machen, wenn ihr wirklich einen schnellen Computer habt, denn wenn ihr zum Beispiel Minecraft aufnehmt, könnt ihr ganz kurz warten, bis die Welt sich aufgebaut habt. Also bis die Welt sich aufgebaut hat und dann einfach mit der Aufnahme beginnen. Das macht jetzt nicht so den Unterschied, ob ich da 5 Sekunden warte. Das ist eigentlich nur dazu da, dass die Welt viel schneller aufgebaut wird, sobald ich irgendwas ändere. Dieses Fast Mesh kann ich auch nur euch empfehlen, macht es an. Load File macht ihr off. Smooth World auch on. Reload Chunks off. Dynamic Updates off. Lazy Chunk Loading on. Fast Render on. Also diese Einstellungen sind meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut, was dieses Ausbalancieren zwischen Leistung und Qualität betrifft. Und hier ist eigentlich auch nur das Wetter, also würde ich anlassen, ist einfach ein bisschen realistischer. Denn Autosave auf keinen Fall auf 2 Sekunden stellen, steht eh da. Da bekommt man sehr, sehr viele Lag-Spikes rein. Ja, ich spiele immer auf Vollbild. Und ja, den Rest könnt ihr auch so lassen. Und ja, wenn ihr das alles so einstellt, wie ich das hier habe, und dann nehmt euch noch ein schönes Texturenpaket, dann glaube ich, kann man das mal lassen. Und ihr seht hier, der macht jetzt 4 Chunk-Updates pro Sekunde. Das, was ich vorher eingestellt habe. Also da könnt ihr auch, wie gesagt, eins verwenden. Da müsst ihr nur ein bisschen länger warten, bis sich die Welt aufbaut. Ist jetzt aber nicht unbedingt schlimm. Und wie gesagt, ich finde, das sieht schon hammergeil aus so. Auch die Burg da oben. Ist normal hier ein ziemlich aufwendiges Gebiet, was Rendering anbetrifft. Aber ich finde, das löst diese, also mit diesen Einstellungen kann man das sehr, sehr gut lösen. Und ich habe mit Optifine einfach locker doppelt so viele FPS, wenn ich will. Und das ist eben das Geile an diesem Mod. Er ist gratis und der kann wirklich sehr, sehr viel aus dem Spiel rausholen. Und die Weitsicht ist ja auch Hammer mit dem, also dieser Fog ist ja weg. Und ja, wie gesagt, wenn ihr diese Einstellung verwenden wollt, also ich stelle einfach zur freien Verfügung, man kann sowieso einstellen, was man will. Ich empfehle euch diese Einstellungen. Natürlich kann jeder noch ein bisschen Feintuning betreiben und das sind jetzt auch nicht wahrscheinlich die besten Einstellungen, aber für mich persönlich ist es einfach eine sehr gute Einstellung zu dem Spiel. Eine Grafikeinstellung und es sieht doch einfach mega geil aus, oder? Also ich denke, das kann man so lassen. Auch mit dem Mond hier. Sieht schon ganz nice aus. Und ja, das war's auch schon. Ich wollte hier nur ein kurzes Video machen und es beginnt jetzt auch schon zu regnen. Also, ja, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und verabschiede mich hier mal mit ein bisschen Donner. Ja, ciao, euer Rotax.